Ich begrüße Sie nun zu meinem Vortrag über die literarische Ekphrasis in den Erzähltexten der Romantik. Um direkt in das Thema einzusteigen und vor allem, um Ihnen zu zeigen, inwiefern die frühromantische Ekphrasis keine Kunstbeschreibung im engeren Sinne ist, beginne ich mit einem audiovisuellen Impuls. Hierzu lese ich Ihnen einen Auszug aus dem Gründungstext der Romantik vor, aus Wackenroders Herzensergießungen. Dazu möchte ich Sie bitten, sich vorzustellen, wie das dort beschriebene Gemälde wohl ausgesehen haben könnte. Die Frage nach der idealen Bildbeschreibung beantwortet der Erzähler, der kunstliebende Klosterbruder, nämlich mit zwei Gemäldeschilderungen. Erstes Bild: die heilige Jungfrau mit dem Christuskinde und der kleine Johannes. Warum bin ich doch so überselig und zu allerhöchstem Glück erlesen, dass die Erde jemals tragen mag? Nimmer werden meine Augen müde, dieses Kind, das mir im Schoße spielet, anzusehen mit tiefer Herzensfreude. Ach, und welche fremde, große Dinge, die das unschuldvolle Kind nicht ahndet, leuchten aus den klugen, blauen Augen. Ach, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dünkt mich's doch, ich sei nicht mehr auf dieser Erde, wenn ich in mir recht lebendig denke, ich bin die Mutter dieses Kindes. Nachdem Sie sich nun selbst ein Bild gemacht haben, zeige ich Ihnen zwei Beispiele aus der bildenden Kunst. Welches der beiden Gemälde könnte das Bezugsobjekt gewesen sein? Die Sixtinische Madonna Raphaels oder die Pommersfeldner Madonna? Ich nehme die Antwort aus Zeitgründen vorweg. Bis heute ist diese Frage in der Forschung nicht abschließend geklärt worden. Den Grund dafür liefert die intermediale Analyse. Zwar werden vereinzelt deiktische Hinweise auf Position, Körperhaltung und Figurenanordnung gegeben, die quantitativ eher auf die Pommersfeldner Madonna hinweisen, wie der gesenkte Blick der Madonna auf das Christuskind, die Sitzposition durch den Hinweis auf den Schoß und der Zeigegestus des Christuskindes. Allerdings reicht die Deixis für eine Zuordnung kaum aus. Der Klosterbruder verwendet weder eine analytische Bildbeschreibung, noch nennt er einen expliziten Titel oder charakteristische Merkmale. Doch wie sieht es mit der folgenden Bildbeschreibung aus? Es handelt sich hierbei um ein Zitat aus den originalen Reiseberichten Wackenroders, die wiederum eine detaillierte Bildbeschreibung enthalten. Raphael, Maria mit dem Jesuskinde. Maria sitzt in gerader Stellung, in der seligsten Ruhe. Die Stirn ist gerade und über der Nase etwas gesenkt, der Spiegel himmlischer Heiterkeit mit Nachdenken verknüpft. Der Umriss des Mariengesichts ist ein schönes Oval. Das goldbraune, glänzende Haar fließt von der Scheitel zu beiden Seiten herab. Hinten wird es durch eine netzförmige Haube gehalten. Die linke Hand sinkt in reizender Nachlässigkeit herunter. Der Zeigefinger hängt gerade. Die drei Hinternfinger sind etwas eingezogen. Trotz Wackenroders Verwechslung mit der Sixtinischen Madonna fällt die Zuordnung zur Pommersfeldner Madonna nun leicht, da eine sprachliche Reproduktion intendiert ist. Ganz im Gegensatz zum ekphrastischen Miniaturdrama, das die Gemälde Schilderungen vorstellen. Der Erzähler macht bei diesen lediglich Anleihen beim Mediumbild und überwindet diese anschließend im Text, mit Hilfe der sprechenden, lebendigen Figuren. Die Gemälde Schilderungen halten also nicht, was sie versprechen, denn sie erzählen nicht, sie evozieren Personenbildnisse. Damit bin ich beim Gegenstand meines Vortrages angelangt. Intermediale Beschreibungskunst in der Erzählkunst der Romantik, die poetologische Signifikanz der Ekphrasis. Es geht also um die Bedeutung der Ekphrasis für die romantische Lehre von der Dichtkunst, die sich in den narrativen Texten niederschlägt. Und um diese poetologische Signifikanz nachvollziehen zu können, ist es unerlässlich, sich stets diesen Unterschied vor Augen zu halten. Zwischen der analytischen Kunstwerksbeschreibung und der poetischen Ekphrasis. Während die Kunstwerksbeschreibung die Basis der Kunstwissenschaft ist,
die auf der strukturellen, soziokulturellen und historischen Darstellung eines Kunstobjektes fußt, ist die literarisch-poetische Ekphrasis auf eine rhetorisch-ästhetische Wirkung ausgerichtet. Denn aufgrund der pauschalen Gleichsetzung wurde die Ekphrasis in der Forschung lange übersehen und als marginale Pause oder Textdekor abgetan. Insbesondere die germanistische Literaturwissenschaft hängt im Vergleich zur Anglistik in der Erforschung des Phänomens nach, weshalb ich mich in meiner Dissertation diesem Thema gewidmet habe und heute nicht nur wesentliche Ergebnisse meiner Studie präsentieren will, sondern vor allem auf das Deutungspotenzial der Ekphrasis aufmerksam machen möchte. Die ursprüngliche Bedeutung des Ekphrasisbegriffes ist etymologisch aus seiner griechischen Bezeichnung abzuleiten. Sie setzt sich aus griechisch ek, aus, und phrasein, deutlich machen, zusammen. Es geht also um eine besonders anschauliche Form jeglicher Beschreibung. Trotz der aktuellen interdisziplinären Annäherung von Literatur und Kunstwissenschaft ist die Verwendung des Ekphrasisbegriffes nicht einheitlich. Nach einer sehr engen Definition meint Ekphrasis im heutigen Sprachgebrauch die Nachahmung eines Artefakts der bildenden Kunst durch Worte. In der Forschung reicht die Ekphrasis dabei als Sammelbegriff von der verbalen Repräsentation einer visuellen Repräsentation bis zu jeglichem Sprechen über Kunst. Lediglich über die Eingrenzung des Referenzrahmens auf Artefakte herrscht einigermaßen Einigkeit, obschon sich auch dagegen Stimmen erheben. Da noch kein Konsens über die Verwendung des Begriffes herrscht, gilt es, den Analysegegenstand genau zu definieren. Mein Ansatz ist der Rückgriff auf die Intermedialitätsforschung, der die Loslösung vom materiellen Bildträger erlaubt, sodass nur noch das Medium Text materiell präsent ist. Denn als wesentliches Charakteristikum der Ekphrasis gilt bereits laut der antiken Rhetorik die Energeia, weil sie sich darin vom bloßen Bericht unterscheidet, der, wie schon Nikolaus von Myra betont, die bloße Darstellung des Objektes enthält, jene aber die Hörer zum Zuschauer zu machen versucht. Seit der ersten überlieferten Bildbeschreibung, Homers Dichtung über den Schild des Achilles, ist dies die grundlegende Funktion der Ekphrasis, lebendige, innere Bilder zu erzeugen. Daher liegt meiner Dissertation folgende Definition zugrunde. Die Ekphrasis ist eine intermediale Bezugnahme, die vom System Sprache ausgeht und auf ein nichtsprachliches, visuelles oder visualisiertes Artefakt zurückgreift, um dieses im Textmedium literarisch zu veranschaulichen. Mit Referenzbereich ist im Folgenden immer das Artefakt, mit Realisationsmodus die textuelle Realisierung, die Ekphrasis, gemeint. Im Referenzbereich kann sowohl auf ein real existierendes als auch auf ein fiktives Kunstwerk rekurriert werden. Der Artefaktbegriff wird aber in der romantischen Kunsttheorie weit über die bildende Kunst hinaus ausgedehnt. Es muss daher entschieden werden, ob das Bezugsobjekt auch tatsächlich als ästhetisiertes Kunstwerk vom Text eingesetzt wird. So kann beispielsweise auch der Blick aus dem Fenster in den Romanen Eichendorffs und E.T.A. Hoffmanns zur Ekphrasis avancieren. Eine Einschränkung in dieser Studie erfährt der Referenzbereich durch die Konzentration auf die Gattung des Porträts im Sinne eines erweiterten Porträtbegriffes. Im Realisationsmodus können vier Typen unterschieden werden: attributiv, beschreibend, interpretierend und dramatisch. Aufgrund der Fülle versprachlichter, nichtsprachlicher Visualisierungen auf der innerfiktionalen Handlungsebene und als imaginierte Seelenbilder beschränkt sich die Analyse auf die extremste Ausformung der Ekphrasis, die dramatische Ekphrasis. Am weitesten entfernt von der bloßen Bildbeschreibung macht sie den Hörer zum Zuschauer, indem sie eine dramatische Illusion erschafft. Diese kann in einer Verlebendigung des Artefakts gipfeln. Porträts erwachen so zum Leben und dargestellte Figuren werden in das literarische Figurenarsenal aufgenommen. Und an diesem Punkt setzt meine Leitthese an. Die Ekphrasis repräsentiert die wesentlichen Denkfiguren der Romantik.
Darüber hinaus kommt ihr eine poetologische Signifikanz zu, die bisherigen Deutungsmustern widerspricht. Denn entgegen der in der Romantikforschung proklamierten Hierarchisierung der Künste mit dem Primat der Malerei oder der Musik, zeugt sie von der Poesie als höchstem Ziel. Vergegenwärtigt man sich dazu Friedrich Schlegels 116. Atheniumsfragment, ist die Ekphrasis gar Paradigma der progressiven Universalpoesie. Diese Denkfigur steht seit 1799 für die romantische Poetologie. Schlegels Diktum beharrt auf der unabschließbaren Universalität aller Lebensbereiche und auf der Vorstellung von einem Gesamtkunstwerk. Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen. Die Poesie lebendig und gesellig und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen. Sie allein ist unendlich, wie sie allein frei ist und das als ihr erstes Gesetz anerkennt, dass die Willkür des Dichters kein Gesetz über sich leide. Nicht nur, dass die von Schlegel idealisierte Erzählkunst aufgrund ihrer Offenheit prädestiniert dazu ist, eine derart heterogene Form wie die Ekphrasis aufzunehmen, sie selbst vereint Elemente verschiedener Gattungen, Künste und Medien und sie ermöglicht eine Synthese zwischen literarischer Darstellung, rhetorischer Praxis und romantischer Transzendentalpoesie. Mit der Transzendentalpoesie ist analog zu Kants Transzendentalphilosophie eine Poesie gemeint, die die eigenen Entstehungsbedingungen mitreflektiert, ihre Darstellungsform also autoreflexiv thematisiert. Oder, wie es im Atheniumsfragment Nummer 238 heißt, so wie man aber wenig Wert auf eine Transzendentalphilosophie legen würde, die nicht kritisch wäre, nicht auch das Produzierende mit dem Produkt darstellte, so sollte wohl auch jene Poesie in jeder ihrer Darstellungen sich selbst mit darstellen und überall zugleich Poesie und Poesie der Poesie sein. Die poetologische Signifikanz der Ekphrasis möchte ich nun anhand dieser Denkfiguren nachweisen. Der Transzendentalpoesie, die sich im selbstreflexiven Charakter der Ekphrasis widerspiegelt, und anhand der progressiven Universalpoesie, die sich im totalisierenden Gesamtkunstwerk der Ekphrasis äußert, sodass die Poesie als Summe und höchstes Ziel der Kunst bestimmt wird oder, wie Schelling es formuliert, als die ideale Seite der Kunst. Im Folgenden werde ich Ihnen die wesentlichen Entwicklungstendenzen der literarischen Funktionen der Ekphrasis aufzeigen. Die Darstellung des Abwesenden, des Unsichtbaren und des Anderen. Hierzu orientiere ich mich an der Gliederung meiner Arbeit in die vier Porträtarten. Abschließend werde ich den Vortrag mit einem Ausblick auf die weitere diachrone Entwicklung der Ekphrasis in der Literatur und dem Blick auf mögliche interdisziplinäre Anknüpfungspunkte. Die Darstellung des Abwesenden beschäftigt sich mit der Surrogatsfunktion der Ekphrasis, also mit ihrer Stellvertreterfunktion, das Kontingente Unsichtbare darzustellen. Das beinhaltet, das gerade abwesende Bezugsobjekt aus der bildenden Kunst zu vergegenwärtigen, mit dem eigentlichen Ziel, das prinzipiell Unsichtbare, das Transzendente zu visualisieren. Mit dem religiösen Porträt sind Surrogate des Heiligen in Form literarischer Ikonen impliziert. Den Ausgangspunkt der Studie bildet deshalb Wagenruders Herzensergießungen. Neben stark idealisierenden Kurzbiografien von Malern der Renaissance stehen fiktive Briefe im enthusiasmierten Ton und zahlreiche Ekphrasis, die der Preisung der Kunstheiligen dienen. Damit komme ich zum Eingangsbeispiel zurück. Die beiden Gemäldeschilderungen leitet der Klosterbruder nämlich mit den folgenden Worten ein.
Ein schönes Gemälde ist, meinem Sinne nach, eigentlich gar nicht zu beschreiben. Denn in dem Augenblicke, da man mehr als ein einziges Wort darüber sagt, fliegt die Einbildung von der Tafel weg und gaukelt für sich allein in den Lüften. Diese Unzulänglichkeitsbekundung, die Teil der innerfiktionalen Kunstreligion ist, ist nur die sprachkritische Folie und Teil eines ganzen Komplexes an rhetorischer Grenzüberschreitungen, die die folgenden Entwicklungstendenzen nacheinander auslösen: Transzendierung, Visualisierung und Verlebendigung. Im ersten Schritt werden die sichtbaren Bilder auf ihr unsichtbares Wesen transzendiert und dadurch verflüchtigt. So heißt es in Raphaels Erscheinung, wenn dem Künstler im Traum das ideale Madonnenbild erscheint: In der finsteren Nacht sei sein Auge von einem hellen Schein an der Wand, seinem Lager gegenüber, angezogen worden, und da er recht zugesehen, so sei er gewahr geworden, dass sein Bild der Madonna, das noch unvollendet an der Wand gehangen, von dem mildesten Lichtstrahle und ein ganz vollkommenes und wirklich lebendiges Bild geworden sei. Nicht das unfertige äußere Bild, sondern das innere Seelenbild Raphaels wird zur Vorlage für die Ekphrasis. Dahinter verbirgt sich die rhetorische Strategie, die Fiktion zu erschaffen, dass das Bild etwas Unsichtbares, nämlich das Göttliche, verdecke, das nur über Worte hervorgebracht werden könne. Dies hat nun zwei Folgen für das intermediale Verhältnis. Das Bild wird transzendiert und der Text kann sich emanzipieren. Dies läuft wiederum auf zwei Ebenen der Begründung ab. Auf der innerfiktionalen Ebene der Handlung wird das Unsichtbare als der wahre Ursprung idealer Kunst gerühmt. Außerfiktional wird so die Aufmerksamkeit auf die Ekphrasis gelenkt, also auf den Text, der das Unsichtbare visualisiert. Die äußeren religiösen Bilder selbst fungieren nur als Anlass zur Kontemplation, um das Bild zu entgrenzen und im Textmedium zu übersteigen. Die anschließende Visualisierung der inneren Bilder ist der zweite Schritt zur Emanzipation vom äußeren Bild. Dahinter stehen zwei Traditionen: die des westlichen Altar- oder Heiligenbildes und die der antiken Energeia. Insofern das westliche Altar- oder Heiligenbild als Repräsentation angesehen wird, besitzt es einen rein illustrativen Charakter. Dem göttlichen Logos dahinter gebührt die Autorität. Dieser wird nun über die Visualisierung aus dem Hintergrund der Bilder hervorgeholt und das Wort zum Medium der göttlichen Realpräsenz gemacht. Mit der synästhetischen Energeia gelingt dieser Überbietungstopos, der schon dem antiken Rhetor als Mittel galt, das Medium Bild zu übersteigen. Über die Synästhesie, die mehrere Sinnesebenen verknüpft, und dem lebendigen Voraugenstellen der Energeia wird in Wackenroders Ikonen so eine absolute Verlebendigung erreicht. Die Göttlichkeit in diesem Bilde habe ihn so überwältigt, dass er in helle Tränen ausgebrochen sei. Es habe ihn mit den Augen auf eine unbeschreiblich rührende Weise angesehen und habe in jedem Augenblick geschienen, als wolle es sich bewegen. Und es habe ihn gedüngt, als bewege es sich auch wirklich. Diese Favorisierung des Sehsinns korrespondiert nicht mit bisherigen Deutungsmustern. Auch in der Berglinger-Novelle, dem vermeintlichen Exempel eines idealen Tonkünstlers, wird der Referenzbereich Musik transzendiert, wenn Töne zu inneren Bildern werden. Die Gegenwart versank vor ihm, sein Inneres war von allen irdischen Kleinigkeiten, welche der wahre Staub auf dem Glanze der Seele sind, gereinigt. Die Musik durchdrang seine Nerven mit leisen Schauern und ließ, so wie sie wechselte, mannigfache Bilder vor ihm aufsteigen. Sowohl die bildende Kunst als auch die Musik dienen als Katalysatoren der Ekphrasis. Am anderen Medium soll sie sich beweisen und sich selbst entgrenzen, sodass Bilder mittels Energeia lebendig gemacht werden, Töne in Bilder transformiert und synästhetisch dynamisiert werden. Berglingers Scheitern muss daher auch auf den indogenen Faktor, die Musik, bezogen werden. Sie steht wegen ihrer Vergänglichkeit der ästhetischen Utopie einer zukünftigen idealen Einheit entgegen.
Das profane männliche Porträt wird im weiblichen Porträt vor allem die Schönheit gerühmt, sind es im männlichen Porträt spezifische Charaktereigenschaften im Dienste des Geniekultes. So auch in Wackenruder und Tiecks Fantasien. Unschuldig stehst du in deiner Herrlichkeit, unbefangen als empfingst, nicht als schenktest du. In allen Richtungen sendest du deine Strahlen aus. Die Malerkunst hast du gewürdigt, dich in ihr zu offenbaren. Du wirkst ohne Stolz das Göttlichste aus und verwunderst dich nicht über deine Schöpfung. Wo deine gesegnete Hand verweilt, entsteht eine neue Welt. Dennoch ist es der Erzähler, der Klosterbruder selbst, der sich als Erzähler von Raphaels Bildnis profiliert. Raphael wird als Ikone mortifiziert und so zur Projektionsfläche der Gedanken, Gefühle und inneren Bilder des Klosterbruders. Als Poesie, die in den Darstellungsprozess selbst die Reflexion über ihre eigenen Grenzen integriert, avanciert die Ekphrasis zur romantischen Kunstform, die Malerei und Musik verdrängt und selbst zur absoluten Kunst wird, die Poesie und Religion vereint. Mit der Darstellung des Unsichtbaren hat sich die Ekphrasis vollends von der Repräsentationsfunktion befreit, da sie zum Surrogat des prinzipiell Unsichtbaren wird, des Transzendenten in der Natur, des subjektiven Inneren und des archetypischen Unbewussten. Tiecks Künstlerroman Sternbald steht dafür exemplarisch. Er beschreibt die Reise des Protagonisten Sternbald, der seinen Meister Albrecht Dürer verlässt, um auf der Suche nach sich selbst in die fremde Welt zu reisen. Die äußere Reise wird dabei begleitet von einer Reise ins eigene Innere. Diese äußert sich in den imaginierten Landschaftsporträts, in quasi einer improvisierten Gedankenmalerei, die die äußeren Landschaften vor dem inneren Auge des Protagonisten überlagern, während er durch die äußere Landschaft wandert. So betont Sternbald selbst, nicht diese Pflanzen, nicht die Berge will ich abschreiben, sondern mein Gemüt will ich mir selber festhalten und den übrigen Verständigen mitteilen. Diese sogenannten Seelen- und Stimmungslandschaften gehen über die Subjektivität und aktuelle Gemütslage des innerfiktionalen Künstlers hinaus, wenn sie im transzendentalpoetischen Duktus, also selbstreflexiv, auf den außerfiktionalen Leser übertragen werden, der über das Lesen die eigene Imagination aktiviert und somit seine individuellen Seelenbilder visualisiert. In dieser Rezeptionsweise lassen sich daher archetypische, affizierte Wahrnehmungsformen eruieren. Das Verfahren aus Kapitel A kehrt sich also um. Die Ekphrasen sind Symbolisierungsverfahren, die sich gänzlich von Gegenstand, Inhalt und Form lösen. Die imaginären Landschaften sind Abbreviaturen, die gleichermaßen die einfühlende Kontemplation in die göttliche Natur wie in die Introspektion erlauben. Die Imagination wird so zur Kunst und das Subjekt zum schöpfenden Genie, dessen Autonomie und Reifeprozess die Ekphrasen widerspiegeln. Dabei werden zwei unterschiedliche Richtungen eingeschlagen, Abstraktion und Verlebendigung. Die äußeren Landschaften bilden lediglich den Ausgangspunkt für die Geistesproduktion, die in ästhetische Subjektivität und Abstraktion mündet. So auch im Falle einer im Teich gespiegelten Landschaft, die als internalisierte, halb abstrakte Ekphrasis realisiert wird. Über alles ergötzte ihn aber die wunderbare Perspektive, die sich bildete, und der Himmel dazwischen mit seinen Wolkenbildern, das zarte Blau, das zwischen den krausen Figuren und dem zitternden Laube schwamm. Diese gelingt durch die Referenz auf das bereits ästhetisch deformierte Spiegelbild und wird begleitet von der symbolischen Konstruktion und dem Auflösen fester Formen in ekphrastisch verlebendigte Linien, Farben und Töne. Der naturphilosophische Anspruch der Romantiker, mit Poesie selbst Natur zu erschaffen, resultiert im Sternbald in einer lebensecht erfahrbaren Traumlandschaftsekphrasis. Er hörte alles noch leise in seinen Schlummer hinein und ihm dünkte, als wenn er über eine Wiese ginge, auf welcher fremde Blumen standen, die er bis dahin noch niemals gesehen hatte.
Mit dem Ziel, die objektiv scheinende äußere Wirklichkeit zu zerstören, werden bewegte Traumbilder zu äquivalenten Erfahrungswelten. Durch die simultane Überlagerung der äußeren Bilder mit inneren Bildern und traumanalogen Strukturen, wie die assoziative Aneinanderreihung von Bildfolgen und deren Dekonstruktion durch realitätsnahe visuelle Bewusstseinsvorgänge, wie die der synästhetischen Energeia. Mit Sternbarts Traumlandschaftsporträts ist der Schritt von der Mimesis zur Imagination getan. Die literarische Funktion der Ekphrasis, das Unbewusste zu visualisieren, gipfelt also im realitätsstiftenden Akt. Die Darstellung des Anderen bezieht sich auf das weibliche Geschlecht. Der Referenzbereich des Kunstobjektes ist somit weiblich attribuiert und damit mit dem anderen Medium, aber auch mit der Darstellung des Unsichtbaren und des Anderen im Subjekt selbst verbunden. Das weibliche Porträt gibt trotz des emanzipatorischen Einflusses von Friedrich Schlegel außerfiktional nicht die Befreiung des weiblichen Eros wieder, da die mediale Wirkung einer hegemonialen Wahrnehmungssituation entspringt. Die weiblichen Porträt-Ekphrasés sind darüber hinaus selbstreflexive Kommentare zum Paragone, dem Wettstreit der Künste und zur romantischen Kunsttheorie, entweder in Form ihrer poetischen Einlösung oder als Distanzierung. Die genderspezifischen Realisationen von Wackenroders Marienikonen schaffen den Urtypus der idealschönen Frau in der Romantik. Insofern Raffaels Madonna als idealschöne Frauengestalt imaginiert wird, wird der Frau der Objektstatus eines schönen Bildes ohne persönliche Züge zugewiesen und eine Leerstelle für den Leser geschaffen, diese mit einem individuellen Idealbild zu ergänzen. Mit der Transition der Madonnenikone in den Realisationsmodus in August Wilhelm Schlegels Gemälden wird der romantischen Dichtung eine eindeutige Präferenz gegeben. In einer geschriebenen Galerie werden sämtliche Gemälde der Dresdner Gemäldegalerie literarisch verarbeitet und im geselligen Gespräch zwischen drei Kunstbetrachtern, dem Maler Reinhold, der Laien Luise und dem Dichter Waller, gemeinsam ekphrastisch beschrieben. Die Leitfrage ist dabei stets, wie Kunstwerke idealerweise beschrieben werden sollten. Dabei werden abwechselnde, sich überlagernde Modi erprobt. Das heißt, das Kunstwerk, die Sixtinische Madonna, wird zunächst im Gespräch prosaisch beschrieben. Eine Göttin kann ich die Maria nicht nennen, der Kopf ganz geradeaus und so die Blicke. Das Oval des Gesichtes ist oben ziemlich breit. Die braunen Augen weit auseinander, die Stirn klein, das Haar schlicht gescheitelt. Und anschließend poetisiert, sodass es schließlich im formvollendeten Sonett gipfelt, die Mutter Gottes in der Herrlichkeit. Obwohl dieses der Höhepunkt des Gesprächs sein könnte, endet die Ekphrasis nicht, sondern die Madonna wird schließlich zur Darstellung der Kunstbetrachterin Luise verwendet, die in ihrem Porträt als heilige Mutter Gottes skizziert wird. Hier ist eine Verkündigung Mariä für sie. Das begreift sich symbolisch, wenn sie einmal Mutter werden sollten. Auf diese Weise wurde die kunstreligiöse Ikone in den Realisationsmodus verschoben und die profane Geliebte zum Bezugsobjekt. Der Austausch von Referenzbereich und Realisationsmodus hat drei Folgen. Zum einen garantieren die Arabeske, die unabgeschlossene Form, und die Energeia die Annäherung an das unsichtbare Schöne der Frau und lösen so die progressive Universalpoesie ein. Zum anderen kann der Dichter so sein Können in immer autonomeren, bildhaften Realisationsmodi demonstrieren. Und die Transformation der Madonna in die lebendige Frauenfigur markiert den Übergang zum profanen weiblichen Porträt und damit zur Liebesreligion, die die Kunstreligion ersetzt. Mit der profanen Geliebten ist zwar die Tendenz der Individualisierung der Frau vorgegeben, allerdings wird diese durch die Sakralisierung als Madonna in der Liebesreligion verhindert.
Diese Mortifikation des weiblichen, im idealen, aber toten Bildobjekt wird in Eichendorffs ekphrastischen Marmorbildern fortgeführt. Das spätromantische Marmorbild ist dabei mit seiner Mortifikation in einer dezidiert christlichen Poesie und seinen Desillusionierungstendenzen als selbstreflexive Kritik an der frühromantischen Subjektphilosophie zu lesen. Obwohl die fantastische Verlebendigung eines Marmorbildes, der mythischen Venusstatue selbst, wie die Einlösung der frühromantischen Universalpoesie anmutet, wird diese außerfiktional durch die distanzierenden Ekphrasis verhindert. So nimmt Eichendorffs Marmorbild zwar als fiktive, reale, lebendige Frau am Handlungsgeschehen teil, sie singt, spricht und handelt wie der Rest des Figurenarsenals, aber die lebendige Frau Venus wird stets mit Ekphrasis-Signalen verknüpft, die sie als Zeichen, als tote Statue ausweisen. Je länger er hinsah, je mehr schien es ihm, als schlüge es die seelenvollen Augen langsam auf, als wollten sich die Lippen bewegen zum Gruße, als blühe Leben wie ein lieblicher Gesang erwärmend durch die schönen Glieder herauf. Es war die wunderbare Schöne, deren Gesang er in jenem mittagsschwülen Garten belauscht. Aber ihr Gesicht, das der Mond hell beschien, kam ihm bleich und regungslos vor. Fast wie damals das Marmorbild am Weiher. Die Ekphrasis evozieren so den Konflikt zwischen animierter Skulptur und mortifizierter Frau auch beim außerfiktionalen Leser, um die ambige Welt der weiblich kodierten Trugbilder nacherlebbar zu machen. Die Dämonisierung des Weiblichen muss deshalb auch als selbstreflexive Kritik an der radikalen frühromantischen Subjektivität gelesen werden, da die eigentliche Dämonisierung den inneren Bildern gilt. Erst die christliche Desillusionierung und die Hinwendung zu den äußeren Bildern der Natur als Chiffre erlauben ihre Bannung. Dies ist ein Wendepunkt der dramatischen Ekphrasis der Frühromantik. Die poetologische Signifikanz der Ekphrasis und das analysierte intermediale Verhältnis haben insgesamt ergeben, dass entgegen der verbreiteten Forschungsmeinung in den Texten der Romantik eine positive Bewertung des arbiträren Systems Sprache und seiner sprachlich-semantischen Visualisierungsstrategien vorliegt. Zudem findet eine gleichzeitige Ausdifferenzierung von Text und Bild statt, sodass die romantische Poesie in ihr ästhetisches Recht gesetzt und zum höchsten Ziel in den romantischen Texten wird. Insgesamt weisen die Ausdehnung des Referenzbereiches und die Autonomisierung des Realisationsmodus, das heißt seine Entmimetisierung, auf weitere Entwicklungen voraus, die nun in zwei Ausblicken gezeigt werden. Die radikale Emanzipation vom Äußeren offenbaren E.T.A. Hoffmanns Künstlerfiguren als Repräsentanten einer Ästhetik des Unsichtbaren in deren Abgründigkeit. Als Galionsfigur gilt der wahnsinnige Maler Berklinger, der eine lebendige Ekphrasis entwirft, die einem gänzlich unsichtbaren Bild gilt. Er sitzt ganze Tage hindurch vor der aufgespannten, grundierten Leinwand, den starren Blick darauf geheftet. Das nennt er Malen. Und in welchen exaltierten Zustand ihn dann die Beschreibung eines solchen Gemäldes versetzt, das haben Sie eben erfahren. Das Autonomiebestreben hat in der Moderne nicht nur zur Trennung der Künste, sondern auch zur gegenseitigen Beeinflussung geführt und den Ekphrasis-Begriff so an seine Grenzen gebracht. So könnte es sich im folgenden Beispiel sowohl um visuelle Poesie als auch um ein poetisches Bild handeln. Auf ein Bild genannt Monochrom Weiß. Die enge Verknüpfung von Schrift und Bild macht die Ekphrasis aber nicht nur für die Literaturwissenschaft interessant. Die Erforschung von ekphrastischer Audiovisualität und Intermedialität bietet Ansatzpunkte für eine interdisziplinäre Kulturwissenschaft, die gerade in unserer modernen Medienlandschaft gefragt ist,
Nicht nur, dass mit der Diskussion über den Ekphrasisbegriff die Differenz von Text und Bild erneut diskutiert werden, gerade die Bezeichnungskraft der Sprache selbst steht zur Debatte. Dieses Problem betrifft nicht nur die Geisteswissenschaft. Denn die Ekphrasis wird als Verfahren wissenschaftlicher Erkenntnis oder als Frage wissenschaftlicher Methodologie, so auch für Fächer wie die Medizin oder Ethnologie relevant. Immer dann, wenn die empirischen Wissenschaften auf Beschreibungen angewiesen sind. Geht man von der interpretatorischen Kraft der Ekphrasis und der neuen Perspektivierung allein für die Romantik aus, einer Epoche, über die die Forschung geglaubt hatte, alles Wesentliche gesagt zu haben, scheint der intermediale Ansatz mit Sicherheit auch für weitere literarische Epochen, Disziplinen und Forschungsfelder vielversprechend zu sein. Vielleicht wurde ja der ein oder andere heute dazu inspiriert. Ich danke Ihnen in jedem Fall für Ihre Aufmerksamkeit.